So Leute, ich bin wieder euer Gaming-Kellner und es geht weiter mit einem weiteren Part. Wir werden gleich in das Spiel, Freundschaftsspiel gegen Schwarz-Weiß Böfingen reingehen, aber davor müsse ich noch was checken. Und zwar hat sich nämlich was verändert. Wir sind ganz scheiße in kurzen Pässen und in langen Bällen sind wir besser. Deswegen werde ich 60% auf lange Bälle machen. Die sollen trotzdem immer noch überlegt und vorsichtig sein. Abseitsfalle, Pressing sind wir super. Weiß gar nicht, habe ich Abseitsfalle drin? Nee, Abseitsfalle habe ich nicht drin. Mache ich rein. Und Abwehr ist gut, Pressing ist gut, Konter ist naja, Ecken und Freistöße sind einigermaßen, Spielaufbau, Flanken und Kurzpässe sind scheiße. Teamwork hakt so ein bisschen, ist natürlich auch klar, weil wir viele Neuzugänge haben. Aber sonst passt es von der Taktik her. Ich habe mir jetzt so ein kleines Blatt, soll ich sagen, ein kleines Blatt errichtet sozusagen, wo ganze Statistiken oder sowas draufstehen. Gegen Schwarz-Weiß Böfingen werden wir noch ins 3D-Spiel gehen, aber nach dem Trainingslager haben wir drei Freundschaftsspiele, soviel ich weiß, bevor die Saison noch dann richtig losgeht. Die zwei davor werde ich simulieren und das letzte, wo dann ja gegen irgendeinen höheren Verein ist, dritte Liga, Regionalliga, Oberliga, Landesliga, was auch immer, werde ich dann simulieren. Wahrscheinlich im Teletext sozusagen. Und ja, wir sehen uns dann gleich im Spiel wieder. Nein, wartet, ich muss ja noch kurz eine Ansprache machen, da dürft ihr auch noch dabei sein. Und zwar, es kann knapp werden, wir können aber das gewinnen, deswegen sage ich, kämpft um jeden Ball, weil wenn wir die Bälle haben und nach vorne rausspielen, dann gewinnen wir das Ding. Und wir sehen uns gleich im Stadion. So, da sind wir auch schon im Stadion. Wir mit unserer Standardaufstellung haben gegenüber dem letzten Spiel vorgestern nichts verändert. Werden, denke ich, das Spiel hier dominieren. Wir sind zu Hause und ich bin zuversichtlich. Ja, wie gesagt, ich habe hier einen Zettel, da ist so eine kleine Tabelle drauf. Sieg, Unentschieden, Niederlage, Tore, Gegentore und Tordifferenz habe ich auch aufgeschrieben. So ein bisschen, damit ich das mit jeder Saison vergleichen kann. Erste Flanke, aber der Torwart passt auf. Ja, damit ich das so ein bisschen vergleichen kann. Ich glaube, das gibt die erste gelbe, ja. Das steht auch drauf, wie viele Neuzugänge, wie viele Abgänge ich habe. Freundschaftsspiele, die ganzen Ergebnisse der Freundschaftsspiele habe ich mir mal für 10 Freundschaftsspiele freigenommen. 5 haben wir vor der Saison und wahrscheinlich noch 2 mitten in der Saison und dann werde ich noch 2 oder 3 nach der Saison machen. Muss ich mir noch überlegen. Ligaspiele werde ich grundsätzlich eigentlich im Teletext machen. Nur die ganz wichtigen Spiele werde ich in 3D machen. Die Freundschaftsspiele, das Spiel jetzt zum Beispiel so ein bisschen als Vergleich für die Saison. Dammeier! Alter Schwede, du Lappen. Wie kannst du das verhauen? Ja, dann habe ich noch den Tabellenverlauf. Torschützen oder sowas werde ich mir leider nicht aufschreiben. Werde ich mir nicht antun. Habe ich schon mal gemacht. Bringt nicht viel. Vor allem, weil ich meistens 1 oder 2 neue Stürmer hole. In der Hälfte der Saison. Ah, der Ball kommt nicht an. Ja, ich werde am Ende dann noch ein Video zusammenstellen, wo dann drin ist, ja, Top 10 Tore des Jahres oder so und Top 10 verschossene Großchancen oder sowas oder Top 10 Platzverweise in unseren Spielen. So kleine Videos werde ich da rausbringen, so. Ich kann ja alles irgendwo wiederholen, auf YouTube oder so, oder auf dem PC lassen. Ja. Das war nicht so ein guter Abschlag vom Torwart. Und wir gehen immer irgendwie zu hart in die Zweikämpfe. Man muss mal was tun, dann müssen wir Zweikämpfe im Training noch üben, weil da läuft einiges schief. Viel zu hart gehen wir da rein. So, wie so Rüpel. Dauert bestimmt nicht mehr lang, bis wir den ersten Platzverweis haben. Jetzt läuft aber der Konter, aber Hara nicht schnell genug. Der, was ist denn mit dem? Mit dem läuft's gerade gar nicht. Der ist, bei uns ist die Frische auch schon, naja. Es gibt 2 Hara, die haben einen Hara und wir haben einen Hara. Okay, hey, Schiri, die kann man auch mal laufen lassen. Oder sowas wie Top 5 Fehlentscheidungen des Schiedsrichters oder sowas. Oder
Top 5 verschossene Elfmeter, so kleine Videos werde ich immer wieder rausbringen. Am Ende der Saison. Zu meinem Plan, was ich mir vorgenommen habe, wenn wir wirklich irgendwann mal in der Landesliga sind, dann wird eine zweite Mannschaft gemacht. Die fängt dann natürlich in der Kreisliga an. Und dann haben wir zwei Teams, die sportlich was bringen sollen und können dann auch angeben und sagen, wir haben eine zweite Mannschaft. Und dann gibt es auch schon die erste gelbe Karte für Büffingen. Ich persönlich muss sagen, bevor ich bei Jungingen war, habe ich selber in Büffingen gespielt. Beim VfL Ulm. Büffingen ist ja nur ein Stadtteil von Ulm. Ja, komm, brauchst nicht meckern. Das passt schon. Wenigstens hat er jetzt die Karte. Aber so hart kann er da auch nicht reingehen. So, jetzt haben wir gleich Halbzeit. Ich schaue mir das gerade an. So eine Halbzeit geht an die 4 Minuten. Okay, die machen hinten mächtig dicht irgendwie. Gut Zeit, gut Zeit, gut Zeit. Flanke. Ah, Abwehrspieler. Scheiße. Also wir haben mehr erfolgreiche Pässe als die. Aber dafür haben wir auch mehr gelbe Karten, muss man sagen. 3 von 4 gehören zu uns. Und wir bringen naja Leistungen. Wir sind nicht fit. Ist aber auch normal. Vor dem Trainingslager kann man auch noch nicht so fit sein. Da kann man diese Fitness einfach noch gar nicht verlangen. Aber dass meine Leute hier nicht mal frisch sind, so ein bisschen, finde ich schon sehr enttäuschend. Und ich möchte los jetzt, zeigt es ihnen. Gibt doch mal alles, haut denen die Bude voll. Dann wird das schon was. Schön weiter Ball zu Hara. Hara gleich mit der Flanke. Torwart ist da. Lande bei Königs. Ball abgenommen. Spindler. Junge. Dahmeyer holt sich immer von hinten die Bälle. Das finde ich so ein bisschen schade. Und unsere Außen-Mittelfeldspieler, die hauen immer so ein bisschen ab. Das finde ich auch so. Oh ja, jetzt Grüne, 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 Flanke. Und Tor, Tor, Tor. Stefan Dahmeyer. 55. Minute, 1:0 für uns. Da haben wir doch gut entschieden, weil im ersten Part haben wir bei Taktik gesagt, Flanken müssen höher kommen. Und weil ich bei Dahmeyer gesehen habe, er hat als beste Fähigkeit Kopfballstärke, ganz einfach. Und deshalb war das eine gute Entscheidung, den hier hohe Flanken bringen zu lassen. Nochmal Dahmeyer, aber diesmal versemmelt dann. Läuft gut, wir führen 1:0. Halbzeitansprache war super. Hara nochmal Dahmeyer, aber der Pass kommt nicht an. Okay, unsere Pässe kommen nicht so gut. Dahmeyer reich. Gibt nochmal raus. Grüne. Grüne, Flanke, aber Torwart ist da. So, jetzt muss ich gleich mal schauen, in der 70. oder so, wenn ich da auswechsel und das nächste Foul von denen. In der 70. werden wir dann wechseln. Und ab der 80. machen wir übrigens Zeitspiel, möchte ich gerne, weil, ja, das wird die dann aufregen, weil sie dann einfach keine Chance haben, was zu tun. So, jetzt gehen wir auch mal kurz in unsere Taktik. Die werden auch wechseln. Oh, da haben wir ja mächtig was. Linken Verteidiger haben wir nicht. Dann muss man rechten Verteidiger da rein tun. Und rechts außen, da können wir den Meinl hin tun. Und Dahmeyer lässt mal den Reuter Hahn ran. Haben wir schon unsere drei Wechsel. Unser Wechselkontingent schon ausgeschöpft. Oder können wir noch ein viertes Mal wechseln? Ah ja, wir können ja öfter wechseln. Wir können ja 6-mal wechseln im Freundschaftsspielen, so viel ich weiß. Hinze darf auch raus. Und dann haben wir es doch schon. Eigentlich. Jo. Der Ball muss irgendwann mal über die Linie, würde ich sagen. Der ist weg. Okay, und jetzt wird gewechselt. Bei uns ganze 5-mal. Bei denen, glaube ich, nur ein oder zweimal. So, der Nummer 3. Der Nummer 4. Und Nummer 5. Bei denen auch einmal. Genau, bei uns wird gewechselt. Ein bisschen ein paar fitte und frische Spieler da zu haben. Oh, das geht nicht.
Da kannst du nicht so rein, in da hinten rein, da kannst du froh sein, dass du keine rote Karte gekriegt hast. Okay, der Grüne, der braucht jetzt nicht meckern. Ja, wechselt nochmal, passt schon. Anscheinend weiß man in der Kreisliga nicht, wie man Zweikämpfe führt. Nochmal. Ja, schön. Ah, ein bisschen weit vor. Ey, da kann der Schiri aber auch pfeifen. Ernsthaft. Weil so geht es nicht. So hart, wie der da reingeht. Ich habe keinen Bock auf verletzte Spieler am Anfang der Saison. Reuterbahn aufgehalten. Schade. Spinder raus. Gröne. 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 Geil. Oh. Und das gibt nochmal einen Freistoß. Gefährliche Situation jetzt. Oh, aber der Torwart ist da. Züg. Oder was ich jetzt noch hätte, so als Idee, Top 10 beschissenste Gegentore. So, der hatte, glaube ich, schon gelb, oder? Ne, hat er noch nicht. Okay, dann gehen wir jetzt in die Defensive. Machen Zeitspiel und spielen mal auf Konter auf jeden Fall. Das Pressing eher nicht so viel. Und Abwehrreihe soll tiefer stehen. So, weil dann haben wir jetzt nämlich jetzt haben wir jetzt nämlich den Vorteil, ach egal, das Spiel ist aus, 1:0 für uns durch ein schönes Kopfballtor haben wir es gepackt. Donner ist 1:0, Stefan Dahmeier hier mit diesem schönen Kopfball in der 58. Minute. War da gerade ein Bayern-Logo? Oh, das geht mal gar nicht, ey. So, ihr Gegner glücklich. Chancen? Ja, sie müssen ein anderes Spiel gesehen haben. Wir hatten viel mehr Chancen. Schacke, oder was? So, jetzt geht's dann, glaube ich, ins Trainingslager am 30. Und ich werde jetzt das Video dann demnächst beenden. Jetzt auch nicht, demnächst. Ja, und wir spielen gegen Mannheim. Eine Woche vor Beginn der Rückrunde gegen Bernstadt spielen wir noch gegen Mannheim, davon noch gegen VfR Ulm. Die, wo sind denn die? Welche Liga? Die müssen Bezirk sein, ne? Ja, wo die sind Bezirksliga, was nochmal so ein kleiner Test ist. Und die sind eigentlich gut in der Bezirksliga. Die nächsten Spiele, die sie haben, da, ja, da haben sie doch aus eine Chance. Jetzt muss ich ja mal schauen, vielleicht kann ich ja einen aus der Bezirksliga runterlocken zu uns. Aber ich denke, das wird schwierig. Dann rechten Verteidiger, Stärke 30. Nee, wieder nicht. Ist schon kein Problem, du. Oder hier nochmal. Graf und Verteidiger. Nee, ist zu wertvoll fürs Team. Da VfL Ulm, klar, VfL Ulm in der Bezirksliga. Du mich auch. VfL Ulm, Bezirksliga, witzig. Viel zu schlecht für die Bezirksliga. So, Schadensbericht Verletzungen und es geht dann auch gleich los, ne? Ins Trainingslager. Wir werden das Video da jetzt damit beenden, dass wir fürs Trainingslager einstellen, was wir trainieren. Hauptsächlich Fitness und Taktik und Teamwork. So, weil dann also wo können wir was wegnehmen? Hier bei körperlich. Okay, wir werden an kurze Pässe arbeiten. Spielaufstellung, Abwehr. Also das hat er jetzt uns automatisch generiert, was wir trainieren wollen. In Österreich am Walchsee trainieren wir Abwehr, kurze Pässe, Spielaufbau, Flanken für die Taktik. Und Fitness noch, Teamwork, weil wir müssen natürlich zusammenhalten im Team. Ja, und das war's dann auch schon mit diesem Video. Wir sehen uns dann beim nächsten Part nach dem Trainingslager. Ciao, ciao.